Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer. Heute ist der 1. Mai, Feiertag, Tag der Arbeit. Das Wetter ist windig, regnerisch, also nicht sehr freundlich und einladend. Ein Wetter für für Computer und Filme, sag ich mal. Ja, wir haben 8 Uhr im Moment, 10 vor 8. Ich habe schon ein paar Smoothie gemacht heute Morgen und schon verzehrt fast gänzlich. Und ja, gerade habe ich mir nochmal die einige Videotutorials reingezogen zu OpenShot. Und zu den DSLR-Kameras. Und es gibt sogar so Lehrgänge von für EOS, die meine präferierte Kamera momentan. Ja, ich liebe ihre momentan immer noch mit der 1300D von EOS, von Canon EOS, diese Serie da. Und kostet 348 Euro. Was ich aber jetzt da noch nicht verstehe, sind die verschiedenen Objektive, welches Objektiv da drauf gehört und welches nicht und so weiter. Und die zweite Sache ist, dass ich eigentlich die 750D bräuchte. Also das wäre die Kamera, die optimal wäre momentan in der Situation. Eine Mittelklasse-Kamera. Andererseits brauche ich eine Mittelklasse-Kamera. Brauche ich überhaupt so eine Kamera? Reicht nicht jede App mal aus? Und das ist halt die Frage, ne? Man will immer ein bisschen mehr und dann muss ich auch Ziele setzen, ein paar Wünsche und Träume haben und warum also nicht? Und wenn sich so ein Gedanke erstmal ins Hirn gefressen hat oder so einen Wunsch festgesetzt hat im Hirn, dann ist es schwierig, den wieder herauszubekommen. Ja, ein zweiter Wunsch ist natürlich noch, und der ist vielleicht sogar viel wichtiger als der Kamera, ist der Erwerb eines Laufbandes. Jetzt habe ich gesehen, es gibt eine Neuerung, das Laufband, das ich schon seit längerem im Visier habe, das F10, das wird jetzt von Amazon geliefert, ist jetzt etwas teurer, aber dafür wird das dann von denen geliefert und damit hat man dann auch die Rückgabe und so weiter und die Garantie und so weiter, alles damit drin und kann das bequem von denen abbuchen lassen. Das ist, ja. Also das sind zwei Anschaffungen, 350 Euro, das wären 700 Euro. Die sind theoretisch noch in diesem Jahr zu schaffen. Aber realistisch ist eigentlich, dass ich nur eine Sache noch machen kann. Also, sag mal, zu schaffen ist wahrscheinlich das Laufband bis zum Herbst. Und dann habe ich noch ein bisschen was für Rekorder und für so weiter und nächstes Jahr machen wir das mit der Kamera. Also vielleicht eine EOS 750 gleich. Da soll man zwei Kameras kaufen und bis dahin muss halt die App reichen. Und die reicht ja auch. Was ich noch ausprobieren will, ist mit der App jetzt mal 1080p zu machen und 4K zu machen.
um dann zu sehen, ob ich da bildmäßig irgendwie besser rüberkomme oder schlechter, ob dann jede Falte einzeln ausgeleuchtet wird, jeder Pickel genau sichtbar ist oder wie das dann aussieht. Ja. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer. Jetzt bin ich bei 1080p. Ich habe jetzt mal grob umgestellt. 1080p bei 30 FPS und möchte mal sehen, ob jetzt das Bild schärfer wird oder unschärfer oder ob jetzt jede Falte im Gesicht und jeder Pickel noch deutlicher wird. Ja, was ich gerade schon sagte, also meine auf der Wunschliste stehen im Moment ein Laufband, das F10 und dann natürlich eine Kamera, eine DSLR-Kamera. Das alte ist nicht, entweder die 750er, weil die auch einen Mikroanschluss hat, oder halt die 1300er, die mit 18p, die reicht man eigentlich auch aus, aber das heißt ja, letztendlich braucht man ja nur eine Kamera und dann hätte man zwei Kameras sozusagen oder man müsste dann eine wieder verkaufen oder ja, weiß ich auch nicht, was man da macht. Ja, die 750er ist auch ein bisschen leistungsfähiger. Und neueste Technik von 2017 Baujahr, oder ist er rausgekommen, Herausgabedatum. Und die 1300er ist 2016 herausgekommen, 2 Jahre. Also da tut sich auch einiges innerhalb von 2 Jahren. Ja. Und Laufband wäre natürlich für die Gesundheit viel besser. Und dieses F10, das schafft sogar 10 Kilometer. Unglaublich. Also 10 Kilometer, das ist ja nicht mal Gehtempo, da muss ich ja ran, weil. Also wenn das stimmt. Und das soll leise sein und so weiter. Also wenn das sich so bewahrheitet, dann könnte ich das bequem hinstellen und dann quasi von hier aus laufen. Oder gehen. Man kann mal abwechseln, mal gehen, mal laufen. Schauen wir mal. Und dann hatte 13 Programme, wo drauf 12 plus 1. Was das bedeutet, weiß ich noch nicht so genau, aber wird man dann sehen. Ja. Ja, beide Projekte in diesem Jahr wären 700 Euro. Das wird zu knapp werden. Eins ist wahrscheinlich zu machen. Dann hätte ich immer noch ein bisschen Reserve und könnte die Reserven aufstocken und auch ein bisschen die Reserven aufstocken und hätte vielleicht für Eventualitäten etwas bereit. Ja, weil ich möchte wieder so einen Stand haben, auch von 1600, 1800, den ich vorher auch immer hatte. Und dann vielleicht bis zu 2000 hochkommen. Aber das wird nicht mehr zu machen sein dieses Jahr. Aber schauen wir mal. Okay, das wird's weg gewesen sein von jetzt, von hier und bei 1080 und tschüss, Leute.